Jo Leute und willkommen mal wieder hier auf dem Reaction-Kanal. Gut, meine Katze ist gerade eben aufgestanden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Aber ich habe gerade gesehen, der Schwanz war gerade am Bild. Ja, es kann passieren, wenn man so einen langen Schwanz hat, ne? Mali, fein, fein. Ja, heute geht es um ein sehr, sehr trauriges Thema. Und zwar hat Umut Abi ein Video gegen mich und Kuhn TV gemacht. Mit dem Titel Alpha Kevin und Kuhn TV sind neidisch auf mich. Ich bin schwer bestürzt und ich habe natürlich auch sehr, sehr Angst jetzt vor dem, was kommt, weil ich gehe schon davon aus, dass er mich jetzt ehrenlos hops nimmt. Er ist auch ein krasser Typ, es ist einer meiner absoluten Lieblingsinfluencer und ich kann einfach nur sagen, supportet den Jungen, der hat es wirklich einfach nur mehr als nötig, weil mir tut es einfach weh, ja, der arme Kerl, Mensch. Jetzt müssen aber wirklich mal auch lieb sein. Ich sehe gerade eben, dass ich jetzt mit meiner Facecam seine Facecam überdingsen würde. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal. Ich mache es mal hier rüber und dann können wir hier vielleicht besser reacten. Okay, mal schauen. Let's go. Jetzt mal angenommen, der ist 17 Jahre alt. Darf er sich mit 17 Jahren eine 20.000 Euro Uhr kaufen? Das ist tatsächlich immer noch eine berechtigte Frage. Ich glaube, mit Einwilligung der Eltern darf man das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob mit 17 Jahren, ob das überhaupt so richtig erlaubt wird. Eigentlich hatte ich wirklich vor, gar keine Videos mehr hochzuladen. Aber wie viele schon mitbekommen haben, hat Alpha Kevin ein Livestream und ein Video gemacht, wo mein Thumbnail war. Das Video habe ich nicht gesehen. Aber im Livestream... Junge, eigentlich hatte ich nicht vor, ein Video, nochmal ein Video zu machen. Wie geil ist das bitte? Warte mal, meine Katze, wie geil ist bitte gerade meine Katze drauf, ja? Das ist ja saugeil, die hat sich dann hingelegt. Ja, das ist sowas, also das ist ja jetzt schon extrem lost. Also das Einzige, was ich bei Umut Abi gemacht habe, ist ein Livestream mit 200 bis 300 Zuschauern. Da habe ich gelivestreamt und 200 bis 300 Zuschauer waren in diesem Livestream. Wir haben uns einfach nur kurz amüsiert, es ist nichts passiert. Also wir haben bloß ganz kurz darauf reacted und das war's. Also es ging so eine halbe Stunde. Und er macht jetzt ein Video darüber. Alter, mein Livestream hatte vielleicht 200 bis 300 Viewer. Und er denkt jetzt so, Alter, das ist das Heftigste. So, als hätten jetzt 5000 Leute diesen im Livestream da mitgeschaut und hätten den jetzt todes gedisliked, gehatet und so. Und man muss auch sagen, warte mal ganz kurz. Wir gucken jetzt mal kurz, wie krass das Video auch angekommen ist. Das hat gerade mal 82 Dislikes und 1220 Likes. Also da wurdest du ja echt zu Tode bombardiert von meinen Leuten. Das ist ja heftig. Da musst du dich ja förmlich äußern. Holy shit. Neidet einfach Alpha Kevin, mein neuestes Video, wo ich meine 20.000 Euro Uhr, welche hier neben mir ist, wo ich gleich euch nochmal die Sachen zeigen werde, das Zertifikat. Oh ja, ich bin todesneidisch. Beneidet er und sagt die ganze Zeit, dass es fake ist, dass sie nicht echt ist. Aber ich habe übrigens nicht gesagt, du hast das Fakt dargestellt, dass diese Uhr fake ist. Ich habe sogar öfter gesagt, ich weiß es nicht, weil ich mich mit Uhren nicht auskenne. Ich kann jetzt nochmal hierbei an jeden sagen, ja, ich werde niemals neidisch sein auf Uhren, auf Marken, auf irgendwas, was das angeht, auf Luxusgüter. Weil das Ding ist, ich sage immer so, jeder kann das haben, was er möchte. Wenn er sich leisten kann, ist ja eine tolle Sache. Mir geht das echt am Arsch vorbei, wenn sich jemand von mir aus ein Lamborghini leistet, wenn sich jemand ein krasses Haus leistet oder Markenklamotten leistet, weil das ist für mich einfach nicht krass wichtig. Also so ein Haus und so, ne, also da lege ich schon mehr eine Priorität drauf, aber es ist für mich nicht wichtig, was andere Leute haben. So, es geht doch darum, was man selber hat. Was bringt es einem, wenn andere Leute das haben? So, ich bin wirklich, also ich, ohne Scheiß, ist so ein, ich empfinde kein Neid. Egal bei was für eine Sache. Maximal empfinde ich Neid, wenn ich sehen kann, ey, der ist mit Freunden da und da oder der kann so krasse Projekte machen und sowas. Da würde ich schon eher sagen, da bin ich maximal neidisch, wo ich dann sage, ey, die können zum Beispiel Videos zusammen machen, so Challenges-Videos zusammen machen, weil die in der Umgebung wohnen und weil die Spaß miteinander haben. Da bin ich schon neidisch drauf, wo ich dann so sage, ey, die sind alle dort zusammen in der Gruppe. Alter, ich wohne in Sachsen. Keine Sau wohnt hier in Sachsen, mit denen ich da großartig den gleichen Content teile. So, da bin ich schon eher neidisch drauf. Aber ich werde niemals, Real Talk, aua, ich werd niemals neidisch sein auf eine Uhr, weil eine Uhr interessiert mich so 0%. Ich kenne mich mit Uhren nicht aus. Ich weiß nicht mal, wie viel Wert in so einer Uhr steckt, ob das hochgehen kann, der Preis. Keine Ahnung, wirklich, ich kenne mich da null aus, deswegen würde ich auch nicht in eine Uhr investieren. Ich würde maximal irgendwann in, keine Ahnung, Aktien investieren. Krypto habe ich schon mal investiert oder investiere ich da immer noch, aber ich lasse es jetzt auch erstmal bleiben. Ja, nein, keine Ahnung, ich bin wirklich zu 0% neidisch. Kann ich euch jetzt schon mal so sagen, wie es ist. Danke.
Ich muss gucken, ob man das Junge, jetzt sieht. Alter. Ich werde euch nochmal... Ey, der blendet einfach nur ein, wie ich gerade auf das Video reagiere oder wie ich das Video angucke und der schreibt einfach so dahin. Warte. Ich nochmal... Warte, pass auf. Das ist die Uhr. Blitzlicht. Warte. Und der schreibt das hier, wie neidisch kann man sein, Alpha Kevin, ja. Einfach nur, wie ich das Video anschaue. Und der sagt, ja, also Alpha Kevin ist ganz schön neidisch hier. Hä? Wo kann man denn hier sehen, dass ich neidisch bin? Vor allem, ich habe in dieser ganzen Reaction bestimmt 10.000 Mal gesagt, dass es mich absolut nicht interessiert, dass mich so eine Uhr absolut nicht interessiert. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, war... Wie kann es sein, dass er mit YouTube so viel Geld verdient hat für eine Uhr? Weil dann müsste er mit YouTube über 20.000 verdient haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass er mit YouTube mit knapp 1 Million Aufrufe auf seinem Kanal 20.000 Euro gemacht hat. Dann hätte er einen 20er bis 30er RPM, nicht mal CPM. Also der, wirklich, da sind die ganzen Adblocker schon mit weggezählt. Also das ist schon äußerst unrealistisch. Was jetzt sieht, ich werde euch nochmal... Das ist die Uhr. Alter, mich würde es echt mal interessieren, ob das eine echte... Vor allem, guck mal, wie groß die ist einfach. Holy shit. Und egal, was ich sage, egal, wie ich was sage, immer kommt ihr mit irgendwelchen Ausreden, irgendwelchen Gründen, sucht irgendwo Fehler, wo gar keine Fehler sein können und labert irgendeine... Dann sag mir bitte oder blende bitte jetzt Ausschnitt ein, wo ich mit irgendwelchen Fehlern komme oder Aussagen, die falsch sind. Weil tatsächlich habe ich in diesem Stream nicht wirklich was Falsches gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass die Uhr fake ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Uhr zu 100% echt ist. Ich habe dazu ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich kenne mich mit Uhren nicht aus. Ich habe mich bloß gefragt, wie das sein kann, dass er mit YouTube so viel verdient hat. Scheiße, dass er es einfach schlecht reden kann. Und ich sag euch einfach, Alpha Kevin ist einfach nur neidisch. Wirklich, ja, Mann, das er hat recht. Neidisch, ja. Weil er es nicht wahrhaben kann, dass ich einfach mit 17 Jahren mehr erreicht habe als er. Ich weiß ja noch damals, wo er gesagt hat, ja, ich mache YouTube hauptberuflich. Ja, Digga, hier... Ja... Umut Abi, ich bin definitiv neidisch, ja. Ah, oh, scheiße, ey. Denkt er wirklich, er hat mehr erreicht als ich, weil er sich jetzt eine Uhr gekauft hat? Ist er wirklich der Meinung, dass eine Uhr aussagt, wer erfolgreich ist und wer nicht erfolgreich ist? Der weiß ja noch nicht mal, ob bei mir läuft oder ob nicht läuft und wie viel ich Geld verdiene und was ich mir leisten könnte und was weiß ich. Das kann er nicht mal sagen, also er kann ja jetzt noch nicht mal drüber urteilen. Ja, natürlich, mit 17 Jahren ist das schon stark, sich so eine Uhr zu leisten, die definitiv echt ist. Und vor allem von YouTube, was mich echt wundert, aber okay, kann ja sein. Er hat in seinem letzten Video, glaube ich, auch gesagt, dass er in Aktien investiert hat. Jetzt habe ich aber mitbekommen, dass man erst ab 18 in Aktien investieren kann. Dementsprechend kann er nicht in Aktien investiert haben, vielleicht über eine andere Person, aber das ist ziemlich unrealistisch, dass man das macht, weil da wird man einer anderen Person einfach das ganze Geld geben und dann sagen, ja, hier, investiert das in die Aktien. Das macht im Prinzip niemand, weil man selber die Übersicht haben möchte. Ja, ist wieder schwierig, ob ich der Aussage ganz glauben kann, dass er das so macht. Und ja, ohne Witz, wer sich so, das sind genau auch so diese Kinder von heute teilweise, die Markenklamotten tragen und dann sagen, guck mal, was ich alles habe, ja, guck mal, die Marke, die ich anhab, das ist heftig. Ich habe gerade einen KIZ-Pullover, by the way, an. Ey, guck mal, die Marke, die ist brutal heftig, du kannst dir das nicht leisten, du Null, ja. Also ich meine, er denkt, dass wenn er Markensachen trägt oder dass er teure Klamotten trägt, dass er etwas Besseres ist. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Also das ist nichts, womit man flexen kann, ja. Das ist wirklich nichts, womit man flexen kann. Du kannst mit allem möglichen flexen. Von mir aus mit Freunden, mit Dingen, die du unternimmst, mit deiner Arbeit, was weiß ich, was auch immer du machst. Aber nicht mit Besitztümern oder Luxusgütern, um damit dann angeben zu wollen. By the way, du kannst damit nicht angeben, das ist einfach nur cringe. Den machst du auch beruflich. So, ich würde sagen, ich laber gar nicht viel, weil ich habe wirklich... Warte, was hat er gerade gesagt? Ja, hier... Den machst du auch beruflich. So, ich würde sagen, ich laber gar nicht viel, weil ich habe wirklich keinen Bock. By the way, Umut Abi, ja, Umut Abi hat damals gesagt, er wird auf YouTube, ne, hatte er nicht damals gesagt, dass er auf YouTube irgendwann krass viel Geld verdienen wird, dann wird er sich auch ein Audi kaufen, bla bla, von seinem eigenen verdienten Geld, yeah. Ja, immerhin, ja gut, ich weiß nicht, ob Umut Abi gerade YouTube hauptberuflich macht, das wird mich echt spannend interessieren, nach 5 Monaten Inaktivität, währenddessen ich seit 6 Monaten YouTube hauptberuflich mache.
GG, Bruder. Hast auf jeden Fall, du hast es mir gegeben, Mann. Du hast es mir wirklich extrem gegeben. Ich brauche lange Videos machen. An alle, die von Alpha Kevin kommen, ihr braucht gar nicht hier abonnieren oder sonst was. Geht einfach zurück zu Alpha Kevin, das juckt mich nicht. Geht zu mir, Leute. Auf diesen und Account hier. Ich okay, zeig am besten einfach mal das Zertifikat Alpha Kevin. Oh, scheiße. Arg. So sieht das aus. Und dann... Ich hoffe, dieses Mal fokussiert. Hier. Und dann hast du hier einen QR-Code. So, ich gucke jetzt, kontrolliere jetzt, ob man alles sieht. Ja, es ist beide. Achso, hier. Ja, das ist die. Das ist die Stil. Das ist die Santos DKT. Ich bin wirklich, also jetzt, wo ich es nochmal sehe, ja, auch nochmal gespiegelt sehe, bin ich schon sehr neidisch auf ihn. Doch, muss ich ehrlich sagen. So, man hat es gesehen. Doch, Junge, Abi, hast mich umgestimmt, ja. Ich bin neidisch. Lutsch mir die Kronjuwelen, wenn du Bock hast. Ich lade dich gerne darauf ein, meine Eier zu küssen. Danach kannst du eigentlich meine Hand küssen, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, ob er auf sowas steht, ja. Aber wirklich, ob er so das Verlangen hat, dass ich ihn befriedige oder so. Also ich habe gerade so das Gefühl, dass er echt Bock drauf hat. Und sich jetzt auch dementsprechend so ein bisschen geoutet hat, was jetzt auch kein Problem ist. Ich kann nur das Angebot direkt ablehnen, weil ich persönlich denke, dass da unten so einiges ungewaschen ist und ich das ziemlich eklig finde, ja. Ansonsten würde ich das Angebot definitiv annehmen, ja. Ich hatte ohne Witz, gar keinen Bock mehr Videos zu machen, ne. Aber der sagt einfach, die Uhr ist fake. Sagt er einfach. Ich guck nur mal, ob man es sieht. Ja, die Uhr ist fake. Jetzt haben wir es. Die Uhr ist definitiv fake. Guckt euch das an. Gerade auch, weil die Uhr so unscharf ist, ja. Deswegen, das kann gar nicht real sein, weil die Uhr so unscharf ist. So, hat man jetzt in der Kamera auch gesehen. Ich glaube einfach, der kann es nicht wahrhaben, dass ich mit 17 Jahren mir so eine Uhr holen kann. Das ist sein Problem. Auch an KuchenTV und diese ganzen Opfer. Ich glaube, okay, wirklich, die können das einfach nicht wahrhaben, dass ich sie einfach überholt habe. Ja, also auf jeden Fall, also von mir aus kann er mich ja überholen, aber auf jeden Fall hat der KuchenTV überholt, ja. Der schon seit Jahren sehr, sehr erfolgreich YouTube macht und auch schon mal gesagt hat, dass er über 60, 70, 80.000 im Monat macht. Ich gehe davon aus, dass Umut Abi das auf jeden Fall auch im Monat schafft, ne? Also safe. Ich sehe nicht an Kuchens Arm so eine Uhr oder an Alpha Kevin. Ich sehe auch keinen Rolex oder so. Junge, nur mal so, KuchenTV hat zufälligerweise eine Rolex. Für, ich glaube, 12.000 oder so, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, er hat ja sogar eine Rolex, die er auch manchmal angehabt hat. Aber man muss nicht die ganze Zeit irgendwie mit solchen Sachen flexen und die extra in Videos anhaben, um zu zeigen, was man sich leisten kann. Ich habe auch eine Uhr von Amazon, die kostet 25 Euro, die liegt aber jetzt schon seit 2 Jahren im Bad. Ja, also, der keine Ahnung, ist mein Aufbewahrungsschrank da hinten. Scheiße, ey. Nee, wirklich, also es interessiert mich wirklich null. Wirklich 0, 0, 0, nada, wirklich, was sich andere da leisten können. Ich bin immer auch mega, wirklich, da muss ich sagen, vielleicht bei so Gaming-Setups und so, wenn ich so angucke, Alter, was sie sich, oder wie die das gebaut haben, oder dieses Kabelmanagement, beim Kabelmanagement von Gaming-Setups, wenn das alles clean aussieht, da bin ich neidisch. Sage ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ich habe das auch schon alles an meinen Tisch ran gemacht, aber trotzdem, immer mal hängt ein Kabel runter oder so, und es fuckt mich einfach nur ab. Und dann gibt es Leute, die haben da so ein krankes Kabelmanagement. So, da bin ich neidisch drauf. Aber Leute, no joke, bei mir existiert das Wort Neid einfach nicht. Es ist einfach, es existiert in solchen Belangen nicht, weil ich meinen Fokus, meinen Wert viel anders oder auf was ganz, ganz anderes lege, als auf Luxusartikel, ja. Deswegen, du kannst von mir aus, Umut Abi, du kannst von mir aus dir noch einen Ferrari kaufen. Und selbst dann, wenn ich darauf reagiere und sage, dass es komisch ist, dass du dir von dem YouTube-Geld einen Ferrari kaufst, selbst dann bin ich nicht neidisch. Selbst dann, ja. Weil Geld ist zwar schön, aber nicht jeder ist automatisch neidisch auf das Geld von anderen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, dem fehlt einfach das Geld, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht, was bei denen los ist. Warum habt ihr keine Uhr um euer Handgelenk? Ich meine, ihr könnt ja auch eine Rolex holen, die nicht iced out ist, ja, die auch an Wert steigen kann. Aber ich glaube, das Geld fehlt einfach. Leute, ich bin halt einfach viel zu reich für Alpha Kevin und KuchenTV. Ja, also man muss auch sagen, der trollt natürlich auch irgendwo rein. Das ist,
Also das ist auch nicht ernst, also wirklich, das kannst du nicht ernst meinen. Der trollt einfach nur, der Typ ist einfach ein Troll. Das war aber schon damals so, der hat auch solche komischen Troll-Videos gemacht. Nee, aber Umut Abi ist wirklich so eine Person, die schon geistig auf einem sehr hohen Level ist, auf jeden Fall. Die beneiden mich so sehr, dass die extra einen Livestream für mich machen müssen. An alle Leute, die von Alpha Kevin kommen. Ich weiß, ihr habt mein letztes Video gedisliked. Es juckt mich ein Scheiß. Es juckt mich ein Scheiß. Ich hab. Junge, du hast 80 Dislikes. Und als ich auf das Video reagiert habe, hattest du schon 70 Dislikes oder so. Das heißt, da sind vielleicht 10 Leute dazugekommen, haben es gedisliked. Was ist denn los mit dir, Bruder? Hier noch nicht mal irgendwann. Wo sind hier Hate-Kommentare? Warum hast du mich gesperrt? Okay. Irgendwie glaube ich, dass er Likes gekauft hat. Ich dachte, er herzt einfach den Kommentar. Irgendwie glaube ich, dass er Likes gekauft hat. Kann man auch mal machen, ne? Muss man auch sagen. Hier, neben mir ist eine 20.000 Euro. Guck, so. Oh Gott, ey. Das ist so cringe, wie so ein Kind, was gerade eben sagt, guck mal, ich kann mir hier Lego, wie nennt sich das? Lego City oder irgendwas, dieses elektrische. Ich kann mir schon das elektrische Lego holen, ne? Ja, das kann ich sogar fernsteuern, während du mit dem blöden Playmobil spielen musst. Guck mich an, ich bin was Besseres als du. Du Kind. Scheiße, ey. Einfach gegeben. Ob ihr meine Videos disliked. Hier, den kriegt ihr von mir. Eigentlich wirklich hat keinen Bock mehr auf YouTube, aber... Warte mal ganz kurz. Er regt sich darüber auf, dass sein letztes Video Dislikes bekommen hat und sagt dann... Was hat er gesagt? Hier, den kriegt ihr von mir. So. Mich juckt's ein Scheiß, ob ihr meine Videos disliked. Und jetzt juckt's ihm ein Scheiß, dass man seine Videos disliked. Bald ist ja die Dislike-Funktion so oder so weg bei YouTube, was auch sehr scheiße ist. Aber Umut Abi, es ist ziemlich cringe am Anfang zu sagen, ihr habt mein Video gedisliked, jetzt hat er so viele Dislikes und so, ihr braucht das nicht machen und ihr müsst mich auch nicht abonnieren und sowas. Und dann sagt er, ja, mir jucken die Dislikes gar nicht. Ja, yeah, na dann sei doch froh darüber, dass die Leute dich abonnieren und dann auch deine Videos schauen, auch wenn sie disliken, weil dich interessiert es ja so oder so nicht. Hier, den kriegt ihr von mir. Eigentlich wirklich hat keinen Bock mehr auf YouTube, aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit, Leute. Ich glaube wirklich, es wird Zeit. Dann würde ich sagen, Alpha Kevin, kannst du meinen Popo küssen, wenn du Bock hast? Ach, wenn du Lust der hast. Junge ist wirklich, der Junge ist im Kindesalter stehen geblieben, gerade geistig, finde ich persönlich. Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Er denkt jetzt wirklich, dass er krass ist, ne? Dass er irgendwas kann. Und dann würde ich sagen, Leute. Also vielleicht kann er auch was, ja. Okay, war wirklich ein extrem gutes Video. Ich würde schon sagen, ich bin extrem neidisch. Gerade auch nach dem Video bin ich extrem neidisch auf Umut Abi. Ich kann ihm nur empfehlen, vielleicht seinen Fokus nicht auf Uhren zu legen, sondern vielleicht auch erstmal auf sinnvolle Dinge zu legen. Aber ich meine, jeder hat da so seine Prioritäten, wenn er Uhren mag. Kann sich das gern holen, wenn es echt ist. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es eine Fake ist, dann ziemlich peinlich. Aber ja, muss er letztendlich selber wissen. Ich bin ein großer Fan von Umut Abi und werde mir seine Entwicklung weiterhin anschauen. Ist wirklich ein sehr, sehr toller Mensch und sehr inspirierend. Ich bin extrem neidisch auf ihn. Danke.